So, hallo, liebe Freunde von Essen in Franken. Heute haben wir uns mal ausgesucht, den Schwarzen Adler in Meinberg bei Schonungen. Und ich muss euch sagen, also man kann am Essen überhaupt nichts rummeckern, überhaupt nichts mäkeln. Das Essen war in Ordnung. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was gekostet hat. Ich glaube zwischen 7 und 8,50 oder so das Essen. Ich hatte einen Schweinekrustenbraten in Biersoße. Also wirklich gelungen, war wirklich also ein Gedicht, dieser Wirsching und auch diese Kruste an dem Krustenbraten. Also sagenhaft. Renate, was hast du gehabt? Hallo. Heute esse ich Thymiansteak mit Kroketten und Salat. Ja, so schön, ne? Und mein Salat. Guten Appetit. So, hallo Leute. Ich habe also heute Krustenbraten mir ausgesucht mit Wirsching. Das ist also der Krustenbraten. So. Und das ist also der Wirsching dazu. So. Und wie immer wünsche ich einen guten Appetit. Hallo liebe Freunde, wir sind heute in Meinberg zum Schwarzen Adler in einem der ältesten Gaststätten in Deutschland. So stand es in der Tageskarte mit drin. Wenn ihr mal nicht wisst, wohin am Sonntag, geht rüber zum Schwarzen Adler nach Meinberg. Wirklich eine Empfehlung von SWN. Preise passen, Qualität ist in Ordnung, also Preis und Leistung vollkommen in Ordnung. Zu der Punktevergabe, wir geben also hier einen Punkt fürs Ambiente, weil innen drin ist es wirklich schön gemacht. Wir geben einen Punkt für die Bedienung, wir geben 3 Punkte, die volle Punktzahl fürs Essen und 1 Punkt für vegetarisch, obwohl es vegetarisch nicht das große Angebot war, aber gut. Es war vorhanden und deswegen geben wir auch den einen Punkt. Für Behinderte ist es etwas schwierig reinzugehen in die Gaststätte, weil der Gastraum oben im ersten Stock liegt und gehen halt Treppen hoch. Als Rollstuhlfahrer wird es etwas schwierig. Hunde, so wie ich gesehen habe, sind glaube ich erlaubt. Der Main direkt unten dran. Man kann also von Schweinfurt mit dem Maindämpferle rüberfahren und hier mal essen gehen. Also einfach zu empfehlen, wenn man Sonntag nicht weiß, wohin in Schweinfurt, geht mal nach Meinberg zum Essen und ja, dann ist der Sonntag auch gelaufen. Im positiven Sinn. Also, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal in Essen in Franken aus Schweinfurt.